Hallo und herzlich willkommen zu diesem Facebook Live am Montagabend. Was ist, wenn du einfach mal keine Lust hast, das zu tun, was du tun solltest? Ich glaube, das kennen wir alle, gell? Und die berühmteste Person in dem Zusammenhang, bei uns zumindest in der Schweiz, ist, glaube ich, da der Herr Maurer. Warte mal, das tue ich da mal weg. Der gesagt hat, eben auf die Frage von einem Journalisten, der ihm ein paar Fragen stellen wollte, hat er einfach gesagt, nein, keine Lust. Und das ist natürlich durch alle Blätter gegangen und wird immer wieder gerne zitiert. Und ich finde es total witzig, weil klar kann man sagen, das ist jetzt mega unhöflich und so, aber ich finde es trotzdem witzig, weil da einer einfach dem Impuls gefolgt ist, der eben da war. Und man kann sich ja auch fragen, eben, muss ich denn eigentlich immer alles wollen, was ich sollen tue? Und dort kommt das Medizinrad ins Spiel. Du kennst mein Medizinrad, nehme ich an. Warte mal, da zeige ich dir es nochmal kurz. Das ist das. Und du hast ja da eben die Himmelsrichtungen, die Haupthimmelsrichtungen und die Nebenhimmelsrichtungen. Und zu den Haupthimmelsrichtungen kann man auch so persönliche Aspekte hinzufügen. Die nennt man die vier Schilde. Und ich will dir jetzt mal so ein bisschen darstellen, was bedeutet das, dieses Keulust im Zusammenhang eben mit diesen vier Schilden. Also, wenn du dir vorstellst, du stehst im Medizinrad in der Mitte, dann hast du diese vier Schilde um dich herum. Und besonders spannend ist in dem Zusammenhang die Nord-Süd-Achse. Du siehst das hier in dieser Darstellung. Im Norden ist unser sogenannter Erwachsenenschild. Das ist die Qualität, die uns befähigt, dass wir Verantwortung übernehmen können, dass wir zielgerichtet handeln, dass wir auch mal eben was durchziehen können. Auch wenn wir vielleicht keine Lust haben und wo auch uns ermöglicht, eben in Führung zu gehen und uns um andere zu kümmern, zu tun, was getan werden muss. Also so Handeln, Verstand, Verantwortung, all das ist in diesem Nordschild, im Erwachsenenschild zu Hause. Und dem gegenüber steht eben der Kinderschild. Und der Kinderschild, der ist mit dem Süden verbunden. Und der Süden wiederum steht ja auch im Medizinrat so an der Stelle des Sommers, gell, während der Norden an der Stelle des Winters steht. Also der Winter eh so, ja, man muss irgendwie sich organisieren, damit es nicht zu kalt ist und, und. Der Süden soll das eher Ausgelassene. Und das Sommerkind im Süden, das steht eben ganz stark auch für deine Emotionen, dafür im Moment zu sein. Das Kind plant nie voraus, das Kind sieht nie irgendwie die Verantwortung, sondern es ist spontan, es ist eben sehr emotional und lässt einfach raus, was eben ist. Und wenn jetzt diese zwei Schilde sozusagen in Clinch geraten, also der Nordschild sagt, ja, wir sollten aber heute noch Facebook Live machen, und der Südschild sagt, ich habe aber keine Lust. Dann ist die große Frage also nie unbedingt, wer gewinnt, sondern wie gehst du damit um? Und der Chef im Haus ist letzten Endes der Nordschild, weil der Nordschild ist natürlich als diese Repräsentanz des Erwachsenen selbst, des reifen Erwachsenen selbst, ist natürlich die Instanz, die auch die anderen Schilde sozusagen koordiniert. Und dazu gehört eben auch der Kinderschild, der direkt gegenübersteht. Und der Erwachsenenschild ist dann in der Lage natürlich, also du als erwachsene Person bist in der Lage abzuwägen, was ist jetzt sinnvoll, was ist wichtig, wie weit kannst du eben auch Spielräume nutzen und welche Risiken magst du gegebenenfalls auch eingehen. Und so kannst du dann abwägen natürlich eben, bestehe ich jetzt drauf, ziehe ich es durch oder gebe ich vielleicht auch Spielraum. Und es kann durchaus sein, dass du wie mit deinem inneren Kinderschild, mit deinem inneren Kind in Verhandlung gehst und sagst, ja komm jetzt, also jetzt machen wir das und hinterher kannst du in die Badewanne oder lesen oder was weiß ich. Ja. Oder du sagst eben, ja heute müssen wir jetzt einfach durchziehen, aber morgen kannst du dann dafür wandern gehen.
Oder du kommst vielleicht auch zu dem Ergebnis, dass du sagst, naja, das, was ich jetzt da geplant habe, ist eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Und es passiert auch nichts, wenn das eben jetzt heute nicht passiert. Und du gibst vielleicht auch dem mal nach, wo dein inneres Kind danach verlangt. Problematisch wird es einfach, wenn das Kind anfängt, die Führung zu übernehmen. Also wenn natürlich das dann überhand nimmt, dass du immer denkst, oh nein, keine Lust, ja, also gucken wir uns den Herrn nochmal an da, keine Lust. Das finde ich also wirklich nur witzig. Dann kann das natürlich wirklich problematisch werden, in dem Sinne, dass du eben nicht mehr das erreichst, was du eigentlich hast erreichen wollen. Und dass du dann mit dem, was du dir vorgenommen hast, auch in Schwierigkeiten gerätst, weil du machst ja die Dinge, nehme ich jetzt mal an, nicht einfach, damit sie gemacht sind, sondern du machst ja die Dinge, damit du damit etwas bewirkst. Also wir haben ja Gründe, warum wir dieses oder jenes machen. Manchmal ist auch ganz gut, sich diese Gründe nochmal bewusst zu machen, nochmal darüber zu reflektieren, eben wofür mache ich das? Denn mitunter schleichen sich dort natürlich auch Sachen ein, wo man sich hinterher fragen muss, ja, wozu ist das eigentlich gut? Also wir machen mal so das Beispiel. Als ich klein war, war bei uns zu Hause das üblich, dass man so über die Doppelbetten im Schlafzimmer so eine Decke drüber gebreitet hat. Also es war so eine sehr schöne Decke, so eine Tagesdecke und die wurde da immer drüber gebreitet. Und das war einfach so. Und irgendwann als junge Frau habe ich mich dann mal gefragt, ja, warum eigentlich? Und habe mich dann entschieden, also das muss ich eigentlich nie machen. Und das ist ja wieder Norden, gell? Also du musst dich auch manchmal hinterfragen und musst mal fragen, warum mache ich das? Und wenn du natürlich dann im Falle der Tagesdecke zu dir sagst, ja, ich finde das einfach schön. Und dann hat vielleicht auch dein inneres Kind Freude und sagst, ach, ich finde das so schön, das ist so schön bunt oder was weiß ich. Ja, dann macht es ja Sinn. Dann kannst du das machen und hast Freude dran. Wenn du aber jedes Mal dabei denkst, ja nein, also das Gewürge, bis ich da das Ding drauf habe, also dann darf man sich auch mal fragen, ob nie vielleicht dort dein inneres Kind, wo sie vielleicht ein bisschen rebellisch sagt, ich habe keine Lust, recht hat und du vielleicht dem mal nachgehen kannst. Also es geht am Ende immer um eine Balance. Und dazu möchte ich dich heute in diesem kleinen Beitrag ermutigen. Also versuch doch auch mal zu überprüfen, was ist das, wo du dir selber gegenüber so streng bist und wo du dann vielleicht eben auch sagst, ja nein, also ziehen wir jetzt durch oder so. Ja, ist das immer nötig? Braucht es das? Ist es hilfreich? Macht es Sinn? Oder kannst du dort auch mal mehr Spielraum geben, für deine eigene Kreativität, für deine eigenen Emotionen, für dein eigenes inneres Kind, das eben manchmal einfach keine Lust hat. So, und ich habe meinem inneren Kind versprochen, also wenn wir hier fertig sind, dann machen wir es uns auf dem Sofa gemütlich und lesen was. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit den besten Wünschen für einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.